Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Bitte was? Und hat das was mit Antipasti zu tun? Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmen die Rosbifs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und den Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik. Auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbird, Woods Rogers und Caligo Jack Rackham. Caligo wer? Guter Mann. Also Cormac, nicht Rackham. Rackham ist ein Arschloch. Den muss man nicht kennen. Fernrohr, danke, endlich. Wir kommen näher, Shay. Hallo. Ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen. Ja, Captain. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Aber sicher doch. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr. Seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. So viel Metall. Sie geht mit Mann und Maus unter. Und hallo. Können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Feuer! Wir arbeiten dran! Erwarten Befehle! Feuer! Ja, ich hab schon mal was geändert in dem Spiel. Nerv nicht! Wir wollen sie nicht versenken! Es wird Zeit, kapern wir! Ja? Ich bin extra um die Dinger rumgefahren. Guckt euch mal meine Energie an. Das ist nicht zugelassen. Ich wollte eigentlich mit weniger Schaden daran fahren. Na gut, so ist das, wenn man nur eine Glaskanone fährt. Das kriegen wir geregelt. Das wird nicht lang so bleiben. Gebt mir ein paar Stunden auf den Meeren und dann ist alles wie gehabt. Los, Dracula! Okay, hier ist garantiert der bessere Punkt, um überzulaufen. Weil ihr so besser ziehen könnt. Zwingt mich nicht selber rüber zu schwimmen. So, was nehmen wir denn diesmal für eine Waffe? Ja, warum nicht? Monsieur! Zwei Pistolen. Wir mindestens vier. Gebt mir acht, meinetwegen. Ja, seid ihr alle schon so gespannt wie ich, Leute? Dir zu wenig Pulverfässer an Deck? Macht die Sache irgendwie lustiger. Sind noch mehr davon? Ich sehe gerade keine. Hallo! So, nächster bitte. Und jetzt du. Mein Schiff. Für kurze Zeit. So, was machen wir denn? Natürlich die Mori reparieren, weil, hallo? Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain.
Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. Finde ich. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Na, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Ja, wir fahren gleich ran. Ich muss nur mal kurz die Kiste abwählen, weil, hallo. Nerv nicht. Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Hi. Hersey und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Fleur de Lis, die würde ich gerne mitnehmen, allein wegen die Namen. Blöderweise haben wir noch kein Schiffsverwaltungsnetzwerk, das heißt, ich könnte die nur versenken, was doof ist. Irgendein Zeug im Wasser, Sir! Was? Wo? Also das Eis? Das nennt man Eis. Irgendwo links oder rechts, das ist eigentlich egal, ne? So, den Rest macht ihr Männer. Und Bonnie. Bonnie ist nicht da. Ist doof ohne Bonnie. Ich will mehr Bonnie. Ja. Sogar ein extra Fallen ist. Um welche Aktivität freizuschalten. Soll er hierher kommen? Und trotzdem nass geworden. Champion. Kanonen und Rumpf ausrüsten? Ja. Gibt's hier auch irgendwo einen Weg nach drin? Bürger retten, Geiseln befreien, ohne entdeckt zu werden. Ah, da. Und Chanty klappert da auch noch rum. Gib mir mal eine Sekunde, ich muss das mal kurz auflösen hier. Ihr wollt euch nicht mit mir anlegen. Oh. Verdammt. Zu viel Switch gespielt. Aua. Habt das? Was? Der lebt ja noch. Irgendwie eskaliert das ja gerade ein bisschen. Boah, geht der mir auf den Senkel, der Typ. Jetzt hat er mich auch noch getroffen, sag mal. Desynchronisiert. Auf dem Weg zum ersten Synchropunkt. Ironie. Was ist jetzt dein Ernst? Ich muss doch mal an die ganze Insel ranfahren. Ja, wo ich denn einen Penner angerempelt habe, die sollen sie mal nicht so haben, die Franzosen. Die waren schon immer so. Boah, ich nehme das als persönliche Beleidigung. Ich fordere dich zu einem Duell. Ach, warte, Duell? Was habe ich eigentlich gelernt in 5 Jahren Französisch? Nichts. Außer in dem einen Jahr, wo wir eine andere Lehrerin hatten. Die war quasi frisch gebackene Lehrerin und hatte da gerade ihr Referendariat. Einholen und aufgreifen. Frau Engelke. Nicht zu wechseln mit Anke Engelke. Das Gute an frischen Lehrern ist, sie sind noch alle motiviert und rattern nicht den ganzen Kram rauf und runter, den sie irgendwann mal im Eifer ihrer Jugend sich zurechtgebacken haben. Ha! Fast nicht nass geworden. Oh, guck mal, hier kann man direkt kaufen. Hey! Auf damit! So, ich komme gleich wieder.
diesmal richtig. Also auf den Turm da oder einen anderen, nehmen wir mal. Jour après jour. Il y a de plus en plus d'anglais dans le Jour und so weiter. Das ist kein Sperrgebiet hier, ne? Solange ich keinen von euch auf die Stiefel rotze, lasst mich machen, was ich will. Oh la la. Was haben wir hier? Munition. So giltet das als Verbrechen, wenn ich mich jetzt hier einfach mal der Schwerkraft widersetze? Oder geht das? In französischen Augen. Kriegst du das hin? Ja, denke doch. Bist halt nicht eine Wale, du kommst irgendwo rauf. Wir brauchen unbedingt andere Segel, das Weiß ist ein bisschen banal. Oh, das wäre so lustig. Das wäre so lustig. Habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. Oh, Mac! Würdest du bitte? Danke. Ich muss mich noch entscheiden, wie ich ihn nenne. Cormac oder Shay? Shay Cormac ist mir zu lang. Ja, perfekt. Ups. War ich nicht. Okay, jetzt beginnt die Party. Nächster, bitte. Schießt da wer auf mich? Aua. Ich brauche bessere Pistolen. Das geht so nicht. Aua. Das war jetzt aber ungefähr. Va bene. Warum ist das eigentlich so blau? Gibt es hier irgendwas zu holen? In dem Zelt? Befreundete Siedlung. Ich sollte vielleicht aufhören, hier so ein Radau zu machen. Man, es ist nicht so, als würden die sich irgendwie wehren, weißt du? Okay. Shit. Nein, du dummes Papier, du bleibst hier. Ha, okay. Die soll ich jetzt befreien, ohne gesehen zu werden, ja? Bitte, danke, gern geschehen, wird wieder vorkommen. Früher waren die alle mal ein bisschen artikulierter. Warum ist das Animus-Fragment eigentlich gelb da oben? Die anderen waren mehr so blau. Gibt es unterschiedliche Versionen davon? Oder spinne ich mittlerweile einfach nur? Das ist ein Animus-Diamant. Wohlstand, aha. Das Fragment ist da hinten. Was ist denn jetzt Wohlstand? Kriege ich da irgendwie Geld für? Ding, 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 ding.
Die Musik ist auf jeden Fall schon mal wieder einladender oder sagen wir mitreißender als bei Schrei nach Freiheit. Aber gut, das hat mir ja eh jeglichen Nerv geraubt. Da könnte ich noch folgenlang drüber jammern. Davon haben wir aber alle nichts. Ein Sammelobjekt fehlt mir noch. Welches? Warum ist da eine Taverne, die ich noch nicht habe? Für eine Sekunde hatte ich den Eindruck, er würde über den Palisadenzaun laufen, aber war ihm wahrscheinlich dann doch zu doof. Who the old sod's catch bar out to play? Way anchored. Le fief et Greta a l'air tout droit sur toi. T'as dansé, non? Tu crois que c'était le mari? Hein? Ou la maman? Come running to your stairs. Hello, madame. Hey. Wie war doch gleich dein Problem? Oder was dein Name? Ich bringe das immer durcheinander, was jetzt davon höflicher ist. Problem oder Name? Wonach fragt man zuerst? Noch jemand? Was? Ich kann ja noch nicht mal mehr treten, wenn sie am Boden liegen. Was soll das denn? Ja, vergiss es, mit dir spiele ich nicht. Ihr seid mir alle zu anstrengend. Was willst du? Die Crew kostet mir zu viel. Die finde ich auf dem Wasser. Und du? Du willst auch spielen. Vergiss das. Der einzige Weg, wie ich gegen euch spiele, ist mit einem Hochcomputer auf meiner Seite. Hochleistungscomputer ist das Wort, was ich meinte. Dann nehme ich ja immer die schwerste den schwersten Schwierigkeitsgrad bei so einem Online-Spieleroboter und spiele dann quasi mit dem, was der Ingame-Computergegner hier tut, gegen den Online-Roboter mit dem Spiel auf schwerster Stufe. So gewinnt man meistens, weil die Roboter sind besser als die KI hier und im schlimmsten Fall gibt es einen Unentschieden. Dürfte ich mal kurz... Okay. Was ist denn hier der Eingang? So, Schiffsverbesserung. Ja, das können wir auch machen. Ich gehe ja schon. Wie kann ich zu Diensten sein? Schiff verbessern. Frag mich aber nicht, wie. Ja. Guck mal da, davon rede ich. Keine weißen Segel. So, ich kann Rumpfpanzerung. Hm? Breitseitenkanonen. Hm? Bugkanonen. Stärke der Rundkugel. Ist natürlich alles sehr verlockend. Rumpfpanzerung gefällt mir sehr toll, toll. Freizeitkanonen, wenn ich sie kriege, nehme ich sie. Was hiermit? Darf ich nicht. Darf ich nicht. Schade. So, stärkere Rundkugeln. 30 Eisen, die habe ich. Aber die 900 Geld habe ich auch. Achso, ich muss weiter in der Hauptgeschichte. Ja, ich gehe schon. Hatte ich schon mal erwähnt, dass das historisch inkorrekt ist, dass da auf dem Deck Kanonen stehen, weil das Schiff viel Vielen zu schwer Dank macht. Für euer Vertrauen, Captain. Und quasi zum Kentern bringen würde. Die sind nur dann da, damit der Spieler sieht, wie es vorangeht mit dem Schiff. Aber ich habe gerade bei der Morrigan auch gesehen, dass unten haufenweise Kanonen wirklich im Laderaum angebracht sind, wo die eigentlich auch hingehören. Von daher, cool. Cool. So, das, wo ich hin wollte, ist hier. Da darf ich noch nicht rein, weil darum. Gut, dann gehe ich mal zurück zum Klabaudermann. Und sehe, was er mit uns anstellen will. Andererseits, Moment. Wenn Sie mehr Abstergo-Herausforderungen schiedsfrei zu... Ja, ich würde gerne wissen, welche... Leistung, wie viel habe ich denn schon?
Belohnung an. Ja, hier siehst du, Sheet. Als erster unsterblich, dann Füllhorn, magisches Pulver, graue Männer. Ich glaube, bis graue Männer bin ich gekommen im anderen Spielstand. Herr der Winde. Verbrennt sie! Zeitlos, Herr des Donners. Oh ja, sehr schön. Gewitter einstellen. Das ist das Einzige, was mir gefehlt hat bei der After-Credit-Scene von Black Flag. Da hätte ich gern noch Gewitter gehabt. Großmaul, gejagt, kein Pardon. Bekannt wie ein bunter Hund. Braucht bestimmt nicht Veteran. Geschenk der, was? Kaliachas? Kaliachas? Keine Ahnung. Kaliachas. 70 Herausforderungen, 70 Dinger brauche ich dafür. Geldgeber, gut, das sind das. Später. Ich muss jetzt schon die ersten Sequenzen nochmal nachspielen, wenn ich da 100 haben will. Ah ja, richtig. Ohne Schiff ist das so ein Problem. Ich meine, ich könnte dahin schwimmen, aber ich will gerade nicht. Aber könnte ich dahin schwimmen oder würde ich erfrieren auf dem Weg dahin? Ist nicht ganz raus. Komm, paddel.